Ja, guten Tag. Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz mit CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf Sie alle recht herzlich willkommen heißen hier im Konrad-Adenauer-Haus nach einer hoffentlich für Sie alle erholsamen Osterpause. Wir haben uns heute im Präsidium in der ersten Sitzung nach der Osterpause vor allen Dingen mit dem Arbeitsprogramm bis zur Sommerpause beschäftigt. Bevor wir allerdings in die Diskussion eingestiegen sind, stand natürlich im Mittelpunkt noch einmal das Erinnern und auch der Austausch über den schrecklichen Anschlag in Münster vom Wochenende. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, stellvertretende Bundesvorsitzende Armin Laschet, war ja heute auch zu Gast im Präsidium, hat dort auch noch einmal seine Erkenntnisse mitgeteilt. Und wir denken gemeinsam an die Opfer von Münster, insbesondere auch an diejenigen, die jetzt noch verletzt sind, auch an die Angehörigen derjenigen, die getötet worden sind. Wir waren uns heute im Präsidium einig darüber, dass unser besonderer Dank den Einsatzkräften vor Ort gilt, der Polizei in Münster selbst, auch den Rettungskräften, allen Beteiligten, auch am Universitätsklinikum. Ich glaube, das war eine ganz besondere Art und Weise, wie besonnen diese Kräfte, aber auch die Bürgerinnen und Bürger, die Menschen in Münster selbst reagiert haben. Und wir sind Ihnen allen zu einem großen Dank verpflichtet. Diese Besonnenheit konnte leider nicht festgestellt werden bei einem Teil von denjenigen, die relativ zeitnah zu den Ereignissen in Münster ihre ganz eigenen Analysen, ihre eigenen Schlussfolgerungen, ihre eigenen politischen Forderungen dazu aufgestellt haben, insbesondere über die sozialen Netzwerke. Ganz prominent sicherlich das Mitglied der AfD, Beatrice von Storch. Und ich will dazu nur sagen, dass das ja mittlerweile auch Methode ist. Es ist nicht der erste Vorfall, wo es zu sehr schnellen und voreiligen Schlussfolgerungen kam, die bewusst auch so formuliert worden sind, dass es hier um Grenzübertretungen sich handelt. Und es ist dann auch ein gangbares Schema, dass etwas zurückgerudert wird. Ich glaube aber, die entscheidende Frage, die sich dahinter verbirgt, ist ja die Frage an die AfD und an die Führung der AfD, inwieweit sie solche Mitglieder in ihren Reihen, in der Bundestagsfraktion und auch an prominenter Stelle in der Partei duldet. Denn bisher ist mir keine Distanzierung, zumindest aus Reihen der AfD, bekannt. Und ich würde sehr erwarten, auch von der Parteispitze, dass sie hier ganz klar Position bezieht. Das ist bisher ausgeblieben. Und es ist höchste Zeit, dass die AfD selbst diese Klarstellung auch übernimmt. Das zweite intensive Thema war das Thema, wie gesagt, Arbeitsprogramm bis zur Sommerpause. Wir haben sowohl mit Blick auf die Regierung, auf den CDU-Teil der Regierung, als auch über das Arbeitsprogramm der Partei bis zur Sommerpause, also das heißt bis Mitte Juli, auch noch mal gesprochen. Wir werden ja in dieser Woche die Regierungsklausur in Meseburg haben. Wir haben eine Reihe von Wochen vor uns, die auch, was das Thema Europa und was das Thema deutsch-französisches Verhältnis anbelangt, von einer ganzen Reihe von Terminen geprägt ist, beginnend beim Europatag Anfang Mai bis zum deutsch-französischen Ministerrat am 30. Mai bis zum EU-Rat dann im Juni, bei dem es unter anderem ja auch um eine gemeinsame europäische Asylpolitik geht. Also einen hohen Termindruck auch in diesen Konsultationen. Wir haben insbesondere, das wird das Thema auch des Wirtschaftsministers sein, mit den USA die Fragen zu klären der Handelsbeziehungen, der ja immer noch im Raum stehenden möglichen Sanktionen. Und wir haben vor allen Dingen auch eine innenpolitisch große Agenda, auch für die von uns geführten Unionsressorts. Das betrifft sicherlich noch einmal die Frage im Umgang mit Dieselfahrzeugen. Das betrifft die Frage, was wir an Förderrichtlinien, an dem Instrumentarium verändern können, auch verändern müssen, damit zum Beispiel die Mittel
zur Förderung der digitalen Infrastruktur, die bisher nur unzureichend abfließen, damit dies beschleunigt werden kann. Wir haben im Gesundheitsbereich die Umsetzung des Pflegepaktes, auch dort ein digitales Thema, das Thema Gesundheitskarte, und wir haben das große Paket zum Thema innere Sicherheit. Das beinhaltet den Gesetzentwurf zum Familiennachzug, so wie er jetzt als Ressortentwurf auch vom Bundesinnenministerium vorgelegt worden ist. Es beinhaltet aber eben auch weitere Fragen. Das ist der Masterplan Ankerzentren und darauf aufbauend ja auch Verstärkung und Verschärfungen von Rückführungen, von Abschiebungen bis hin zum Thema eine Aufweitung der Liste von sicheren Herkunftsstaaten. Wir haben aber im Bereich des Innenministeriums eben auch das Thema Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen. Ich war in der vergangenen Woche zu dem einen oder anderen Kommunalwahlkampftermin auch in Brandenburg unterwegs. Und wenn man dort auch noch mal erlebt, wenn man selbst aus einem Bundesland kommt, das zwar klein ist, aber sehr dicht besiedelt, dass eben die Frage nach dem nächsten Arzt nicht die Frage von 3 oder 4 Straßenzügen ist, sondern von 20, 30 oder 40 Kilometern Entfernung, sofern es überhaupt noch einen gibt, dann spürt man, wie wichtig den Menschen auch dieses Thema Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen ist. Und deswegen ist für uns auch ganz wichtig, dass die entsprechende Kommission jetzt zeitnah auch in der Regierung die Arbeit aufnimmt. Insofern ist das Präsidium auch der Auffassung, wie es Armin Laschet heute auch ausgedrückt hat, dass es sicherlich wichtig ist, dass jetzt in Meseburg auch ein klarer Zeitplan vereinbart wird, wann welches Ressortvorhaben aus dem Koalitionsvertrag auch entsprechend umgesetzt wird. Und da freue ich mich, ich nehme das ganz sportlich sozusagen, auf den Wettbewerb zwischen den unionsgeführten und den SPD-geführten Ministerien, wer jetzt am schnellsten, am zügigsten und am überzeugendsten auch die entsprechenden Punkte des Koalitionsvertrages angeht und umsetzen wird. Und ich bin mir ganz sicher, auch bei einem ersten Zwischenfazit im Sommer, zur Sommerpause, werden wir da als unionsgeführte Häuser sicherlich eine gute Bilanz auch vorlegen können. Wir haben uns auch mit Blick auf die Partei sehr viel vorgenommen. Sie haben mitverfolgt, dass die Umstrukturierung hier im Haus, auch personelle Veränderungen, die sich auch aus der Tatsache ergeben haben, dass der ein oder andere das Haus verlassen hat oder am Verlassen ist, sind auf den Weg gebracht, werden in den nächsten Wochen umgesetzt. Das ist auch sehr notwendig, denn wir haben uns mit Blick auf den Grundsatzprogrammprozess ein enormes Arbeitspaket vorgenommen. Wir werden in dieser Woche die Zuhörtour in ihrer Planung und Konzeption finalisieren. Fest steht auf jeden Fall, dass es eine Tour ist, die sehr kompakt auch angegangen wird. Sie soll mit ihren Veranstaltungen bis Mitte Juli abgeschlossen sein, damit über den Sommer hinweg eben auch genügend Zeitraum besteht, um zum einen über das Thema Leitfragen zu diskutieren, die wir ja auf dem Parteitag im Dezember in Hamburg verabschieden wollen, aber eben auch genügend Raum zu geben, um über den zweiten großen Punkt, das erste Kapitel auch im Grundsatzprogramm, nämlich das Thema soziale Marktwirtschaft, uns verständigen zu können. Insofern sind bis Mitte Juli in der Grobplanung über 40 Termine auch vorgesehen in allen Landesverbänden. Wie gesagt, die Feinplanung wird in dieser Woche noch stattfinden. Und es hat sich jetzt auch noch mal mit Blick auf die Diskussion, was jetzt auch bei der Regierungsarbeit ansteht, was zurzeit die Themen sind, eben sehr schnell auch herauskristallisiert, dass zu vielen dieser Regierungsthemen dahinterliegend eben auch sehr grundsätzliche Fragen zu beantworten sind, die das Grundsatzprogramm der CDU betreffen. Eine Frage zum Beispiel, eine der Konstanten für die CDU in Deutschland war immer und muss aus meiner Sicht auch in Zukunft ein gutes transatlantisches Verhältnis bleiben. Und das ist eine Frage, die sich in Zeiten von möglichen Handelskriegen, von Debatten, die wir auch führen, noch einmal stellt, und uns treibt da schon die Sorge um, dass manch einer auch jetzt die Veränderungen und die Vorgänge im Weißen Haus zum Anlass nimmt, um dieses transatlantische Verhältnis generell in Frage zu stellen und sozusagen auch außenpolitische Achsen
der Bundesrepublik Deutschland verändern zu wollen. Ich glaube, auch darauf müssen wir entsprechende Antworten geben. Und das Zweite ist das Thema Digitalisierung, dass wir aus meiner Sicht in Deutschland immer noch sehr stark technisch und wissenschaftlich basiert angehend diskutieren, während wir zurzeit in Frankreich zum Beispiel feststellen, dass dieses Thema auch mit einer entsprechenden gesellschaftlichen, ethischen und politischen Diskussion eben auch verknüpft wird. Ich glaube, auch hier ist der Grundsatzprogrammprozess ein guter Ort, um auch diese grundsätzlichen Fragen zur aktuellen Tagespolitik eben mitzudiskutieren und hier die Rückversicherungen auch nochmal zu treffen. Was diesen Prozess anbelangt, will ich auch nochmal ganz offen sagen, dass ich mir sehr wünsche, dass dies ein lebhafter Prozess wird, und das bedeutet, dass die Partei in ihrer gesamten Breite in diesen Prozess auch einbezogen wird, sich auch an ihm beteiligt, und deswegen wiederhole ich das, was ich am Wochenende gesagt habe, dass alle Gruppierungen der Partei eben auch eingeladen sind, sich inhaltlich an der Diskussion um das Grundsatzprogramm auch entsprechend zu beteiligen. Es muss allerdings klar sein, dass es eben um Fragen der inhaltlichen Fortentwicklung, der Programmatik der CDU geht, und es muss auch klar sein, dass am Ende bei dem Parteitag, der ein Grundsatzprogramm dann auch entsprechend verabschieden wird, es natürlich aller Wahrscheinlichkeit nach ein Ergebnis geben wird, das auch einen Kompromiss aus den unterschiedlichen Sichtweisen einzelner Gruppierungen der Partei sozusagen abbilden wird. Und die Grundvoraussetzung auch für eine starke und breite Volkspartei ist eben, dass am Ende alle die, die auch hoffentlich mit viel Leidenschaft und Herzblut ihre Punkte eingebracht haben, aber eben auch in der Lage und Willen sind, dann einen gefundenen Kompromiss eben auch mit zu unterstützen. In diesem Sinne freue ich mich auf eine lebhafte Diskussion und bin gespannt, was die einzelnen Gruppierungen sozusagen über das hinaus, was jetzt in der Presse auch an der einen oder anderen Stelle schon zu lesen war, eben auch mit einbringen werden. Ich glaube, dass das insgesamt der Diskussion in der Partei und damit auch der bundesdeutschen Politik nur gut tun kann. Herr Blank, bitte. Ja, Frau Kramp-Karrenbauer, mit Blick auf Meseberg hat die SPD-Fraktionschefin Nahles Herrn Spahn und Herrn Seehofer vorgeworfen, ihnen gehe es mit ihren Äußerungen zu sehr um Eigenprofilierung. Da werde man im normalen Leben dann demnächst Ärger mit der Chefin kriegen. Kriegen die beiden jetzt Ärger mit der Chefin? Und die andere Frage zu Herrn Seehofer, der heute nochmal wiederholt hat, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Mhm. Da hat er gesagt, es gebe für ihn, er habe kein Verständnis dafür, dass es auch in der Union, er meint die CDU, einige gibt, die da einiges zu relativieren hätten. Fühlen Sie sich da angesprochen? Nein, ich fühle mich nicht angesprochen, und im Übrigen ist zu der Islamdebatte auch alles gesagt. Es ist nichts Neues, auch jetzt in den Äußerungen von Horst Seehofer, und insofern braucht das von uns auch nicht weiter kommentiert zu werden. Das Thema der Äußerungen aus dem einen oder anderen CDU-Ressort hat heute im Präsidium überhaupt keine Rolle gespielt. Es ging, wie gesagt, um das Thema des Arbeitsprogramms bis zur Sommerpause. Und ich glaube, an der Liste, die ich eben auch nochmal dargestellt habe, wird sehr deutlich, dass hier jedes unionsgeführte Haus, egal ob von CDU oder CSU, Minister oder Ministerin geleitet, eben auch ein großes Stück Arbeit vor sich hat. Und diese Arbeit, das war die klare Ansicht des Präsidiums, sollten sich jetzt alle auch entsprechend widmen. Das ist, glaube ich, auch die Erwartung, oder nicht nur glaube ich, sondern bin ich überzeugt, die Erwartung der Bürgerinnen und Bürger. Herr Rinke, bitte. Frau Kramp-Karrenbauer, zwei Fragen. Einmal zur AfD. Sie haben ja die AfD-Spitze aufgefordert, sich mehr oder weniger zu distanzieren von Frau Storch. Ist das jetzt der neue Stil, also eine offensivere Auseinandersetzung mit dem, was die AfD oder einzelne Politiker der AfD machen? Und der zweite Punkt zu Europa, weil Sie das ja als den großen Zeitdruck beschrieben haben. Haben Sie eigentlich das Gefühl, dass die Union und die CDU sich ihrerseits, weil es ja auch bei Ihnen verschiedene Positionen gibt, nochmal vor den Festlegungen mit Frankreich über diese einzelnen Punkte zusammensetzen muss und klären muss, was man da eigentlich will und was man nicht will?
Also es ist, glaube ich, übers Wochenende sehr deutlich geworden, dass es eine sehr einhellige Kritik an den Äußerungen der AfD-Politikerin, die ich eben erwähnt habe, gegeben hat. Und festzustellen ist eben auch, dass das kein Einzelfall ist und dass es nicht das erste Mal ist, dass nach diesem Verfahren eben auch vorgegangen wird. Und auffällig ist aus meiner Sicht eben auch in der Vergangenheit, dass dies immer als sozusagen Einzelfall dann auch entsprechend dargestellt wurde. Und wenn das eine Parteispitze auch in der Vergangenheit immer wieder so laufen lässt, dann steckt auch dahinter eine entsprechende Methode. Und es ist nicht die Sache der CDU zu klären, wie das Profil der AfD ist, aber es ist Aufgabe der AfD-Verantwortlichen selbst, sich eben auch von solchen Kräften zu distanzieren oder eben nicht zu distanzieren. Auch das ist dann eine Aussage, aber ich glaube auch eine Aussage, auf die die Bürgerinnen und Bürger und eine Klärung, auf die die Bürgerinnen und Bürger ein Recht haben. Und insofern bin ich hier auch auf Reaktionen aus der AfD gespannt. Wir werden in der nächsten Woche im Präsidium noch einmal über die anstehenden europäischen und auch deutsch-französischen Themen diskutieren. Das war schon vor der Osterpause vereinbart und es wird in der nächsten Woche auch in der Sitzung der Bundestagsfraktion noch einmal eine entsprechende Diskussion auch mit Blick auf diese Fragen geben, sodass das auch Ihre Frage beantwortet, dass das im Grunde genommen auch eine inhaltliche Diskussion ist auf die Termine, die jetzt anstehen mit Blick auf deutsch-französische Inhalte oder europäische Festlegung. Zusatz. Darf ich kurz nachfragen zu der ersten Frage? Die haben Sie eigentlich nicht ganz beantwortet, nämlich ob das jetzt der neue Stil ist, diese Verfehlung oder Kritikpunkte bei der AfD, die ja nicht neu sind, haben Sie selber gesagt, jetzt auch so offen anzusprechen. Also planen Sie das jetzt künftig häufiger zu machen? Denn es gab ja nochmal eine Phase, wo die Union die AfD eher nicht thematisiert hat. Also ich habe schon immer die Auffassung vertreten, dass man sich mit der AfD wie mit jeder anderen Partei auch vom Inhalt her auseinandersetzen muss. Und die Tatsache, dass eben solche Äußerungen, solche Verhaltensmuster an den Tag gelegt werden und dass ohne Resonanz der Partei Spitze bleibt, sagt auch etwas über inhaltliche Positionierungen dann der AfD aus. Nämlich die Frage, ist das eigentlich die gängige Meinung der AfD? Ist es eine Einzelmeinung? Wird die toleriert? Oder wie steht man dazu? Und insofern gehört das aus meiner Sicht zu einer entsprechenden, ganz normalen Auseinandersetzung mit einem politischen Gegner auch dazu. Und wann immer ich der Auffassung bin, dass es Verhaltensmuster oder Themen oder inhaltliche Positionierungen gibt, die aus Sicht der CDU auch zu kritisieren sind, werde ich das als Generalsekretärin auch tun. Herr Gartmann, bitte. Frau Kamm-Kammbauer, zwei Fragen, wenn Sie gestatten. Mhm. Einmal nochmal zu der schon erwähnten Äußerung von SPD-Fraktionschefin Nahles, die ja nun ein Machtwort von der Kanzlerin gefordert hatte. Können Sie es denn aus Sicht der SPD verstehen, dass Frau Nahles sowas fordert? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist der von Ihnen schon erwähnte Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, und stellvertretende Parteichef, hat sich vergangene Woche per Twitter skeptisch gegenüber dem Vorgehen des Westens im Fall Skripal geäußert. Teilen Sie diese Einschätzung oder wie würden Sie das kommentieren? Also zuerst einmal ist die Äußerung der Kollegin Nahles sicherlich nachzuvollziehen vor dem Hintergrund der Tatsache, dass sie sich in zwei Wochen zur Wahl als SPD-Bundesvorsitzende stellen wird. Und wir wissen, dass je näher man sich einem eigenen Parteitag nähert, eben auch gewisse Äußerungen getätigt werden. Also insofern setze ich das eher in diesen Zusammenhang und glaube, dass da auch eine entsprechende Parteitagsregie dahinter steckt. Wir haben heute auch kurz über die außenpolitische Situation, auch über das Thema Russland gesprochen. Im Präsidium war erkennbar keine Positionierung festzustellen, die ernsthafte Kritik an dem Vorgehen der Bundesregierung äußert, dass wir gemeinsam mit den anderen Staaten Europas, auch gemeinsam mit den Vereinigten Staaten, diese Mittel der Sanktionen, nämlich die Ausweisung von 4 Diplomaten, auch ergriffen haben.
Also insofern gab es darüber keine grundlegende Kritik heute im Präsidium, sondern eher die Haltung, dass das entsprechend auch als ein notwendiges Signal auch der Geschlossenheit gewertet wird und unterstützt wird. Kurzer Zusatz. Ganz kurz, weil Sie ja das Präsidium angesprochen haben. Hat denn Herr Laschet seine Position nochmal vorgebracht? Nein, es war keine ausführliche und ausdrückliche intensive Diskussion mehr darüber. Er hat noch einmal kurz erläutert, dass er es in einer Frageform ja gekleidet hat. Und die Parteivorsitzende hat sozusagen die Position der Bundesregierung auch nochmal dargestellt. Und das ist auch auf entsprechende Zustimmung im Präsidium gestoßen. Herr Körb, bitte. Noch einmal zu den Äußerungen von Frau Nahles, die ja nicht nur von ihr kamen. Auch Frau Schwesig und andere stellvertretende Parteivorsitzende haben ja in eine ähnliche Kerbe geschlagen. Erwarten Sie, dass das jetzt das ist, was einige auch schon zu Beginn der Regierungszeit, als dass die SPD gleichzeitig Regierung und Opposition sein muss, sein will, dass das so etwas wird? Erwarten Sie solche Äußerungen jetzt für die nächste Zeit dauernd oder? Also zum einen sind auch die Kolleginnen und Kollegen, die Sie erwähnt haben, Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. Auch die haben den gleichen Parteitag vor sich. Also insofern folgt das auch einer gewissen Choreografie. Es ist ja auch erkennbar, wann sozusagen die Kritik geäußert wurde und von wem alles. Es ist aus meiner Sicht eben auch nochmal abzuschichten, dass wir natürlich in der Frage von Ressortabstimmungen über Gesetzesentwürfe oder Vorhaben immer Diskussionen zwischen den Häusern haben. Also dass bei der Umsetzung des Familiennachzuges eine entsprechende Diskussion sicherlich auch noch mal zwischen dem Innenressort und anderen Ressorts in Gang kommen wird. Das war zu erwarten. Das liegt einfach auch in der Natur der Sache, dass wir zurzeit eine Abstimmungsdiskussion haben über die Frage beim Kohleausstieg, wer ist sozusagen das federführende Haus, wer muss mit beteiligt werden. Das ist ein Stück weit auch normales Regierungsgeschäft zwischen den unterschiedlichen Ressorts und hat jetzt sicherlich in den vergangenen Wochen einen aus meiner Sicht überproportionalen Widerhall auch in der Öffentlichkeit gefunden. Ich gehe mal davon aus, wenn die Regierung jetzt, das muss man auch sagen, sie ist jetzt, glaube ich, 26 Tage im Amt, die Arbeit richtig aufnimmt, was ich mir sehr wünsche mit der entsprechenden Dynamik, dann wird, glaube ich, auch nochmal eine gewisse Normalität eintreten. Wenn die SPD klug ist, dann wird sie sich die letzte Legislaturperiode noch einmal gesondert anschauen, insbesondere die letzten Monate, wo sie ja in einer sehr massiven Art und Weise versucht hat, gleichzeitig Regierung und Opposition zu sein. Das ist ihr aus meiner Sicht erkennbar bei der Bundestagswahl nicht gut bekommen. Und insofern glaube ich, sollte das auch noch mal etwas sein, was man auf Seiten der SPD sehr genau überlegt, ob man eine solche Strategie wirklich wieder fahren will. Herr Wöhlenweber, bitte. Frau Karrenbauer, noch mal nachgefragt zum Machtwort. Julia Klöckner hat ja eben formuliert, wir sind ja nicht in einem Nanny-Staat. Darauf aufbauend hat es vielleicht doch in den letzten Tagen ein Gespräch gegeben, dass die Kanzlerin sich zum Beispiel Jens Spahn zur Brust genommen hat. Und eine zweite Frage halt, teilen Sie als CDU die Auffassung von Alexander Dobrindt, der sagt, dass die Kontingente beim Familiennachzug, das monatliche Kontingent, wenn es nicht ausgeschöpft sein sollte, es auch nicht übertragbar ist auf den nächsten Monat oder auf die nächsten Monate? Also zuerst einmal ist das ein sehr gewagtes Bild, das Sie da eben in den Raum gestellt haben. Ich gehe davon aus, kann es aber nicht 100% verifizieren oder nicht verifizieren, aber ich gehe mal davon aus, dass es ein Stück weit Normalität ist, dass die Chefin einer Regierung mit ihren Ministern, und zwar egal, ob von der A- oder B-Seite, im Vorfeld einer Regierungsklausur auch noch mal Gespräche darüber führt oder führen lässt, was auf der Agenda steht, denn diese Regierungsklausur hat ja auch eine ganze Reihe von Gästen, mit denen diskutiert wird, also ist auch zeitlich relativ eng getaktet. Also könnte ich mir vorstellen, dass es diese Gespräche über alle Ressorts hinweg gegeben hat. Nach dem, was mir aus dem Entwurf des Innenministeriums bekannt ist, glaube ich, dass dies ein Entwurf ist, der zu einem ganz hohen Prozentsatz zumindest die Vereinbarung aus den Koalitionsverhandlungen zum Familiennachzug entsprechend auch
darlegt und umsetzt. Wenn man sich die Debatte jetzt über die letzten Tage anschaut, dann geht es ja in der Tat vor allen Dingen noch um diese eine Frage, ob, wenn die Zahl 1000 im Monat nicht erreicht wird, ob das übertragen werden kann oder nicht übertragen werden kann. Ich habe diese Zahl und auch ableitend aus den Koalitionsverhandlungen als sozusagen die äußere Grenze eines Kontingents auch übers Jahr gesehen erreicht. Für mich ist wichtiger als diese Frage, ob das jetzt ein Überlaufventil ist oder nicht, ist in der Tat, dass wir ganz saubere und klare Kriterien auch haben, nach welchen Punkten, in welchen Härtefällen Familiennachzug auch stattfinden kann oder nicht. Das ist, glaube ich, die Grunddebatte, die man führen muss. Dann kann man anhand der Kriterien überhaupt sehen, wie groß ist sozusagen das Kontingent, das nach diesen Kriterien übers Jahr gesehen kommen kann. Insofern ist das für mich eher eine nachgelagerte Frage, von der ich sicher bin, dass sie sich jetzt in der Ressortabstimmung auch entsprechend wird klären lassen. Frau Hasenkamp. Nochmal eine Frage auch zur AfD, weil Sie eben von den prominenten Reihen sprachen. Fordern Sie sozusagen eine Distanzierung der Parteispitze oder fordern Sie, dass Frau von Storch aus den vorderen Reihen, wie Sie es genannt haben, entfernt wird oder sich zurückzieht? Das wäre die Frage zur AfD. Und dann nochmal zu Russland, ein bisschen anders. Die FDP will ja jetzt mit Blick auf die Sanktionen nochmal versuchen, eine parteiinterne Klarstellung zu erreichen. Bei der Union ist ja in Bezug auf die Frage, sind die Reihen auch nicht so ganz geschlossen. Insbesondere die CSU vertritt da ja eine dezidiert andere Haltung. Streben Sie eine solche Klärung auch an? Also zur ersten Frage, es ist nicht die Aufgabe der CDU-Generalsekretärin der AfD Vorschläge zu machen, wie sie sozusagen mit den Problemfällen in ihren eigenen Reihen umgeht. Aber es ist eben erkennbar, dass es in der Vergangenheit dazu auch von der Bundesspitze einfach ein Laissez-faire gab und so ein bisschen der Eindruck erweckt wurde, man habe irgendwie mit diesen Privatäußerungen nichts zu tun. Und das ist der Punkt, wo es an der AfD ist, das zu klären. Denn wie gesagt, auch die Tatsache, dass man solche Äußerungen, solche Verfahrensweisen in den eigenen Reihen duldet, sagt etwas über den Gesamtkurs dieser Partei aus. Und auch darauf haben die Bürgerinnen und Bürger ein Recht, sozusagen das zu erfahren und hier eine Klärung herbeizuführen. Insofern, wie gesagt, bin ich gespannt. Was die Frage der Russland-Sanktionen anbelangt, ist dies eine Diskussion in den unterschiedlichen Parteien. Und es ist klar, dass wir auch in Deutschland Landstriche haben, wo zum Beispiel die Frage auch der wirtschaftlichen Beziehungen der Unternehmen vor Ort sich mit Blick auf Russland mit einer anderen Intensität stellt, als das in anderen Teilen der Bundesrepublik Deutschland ist und dort sozusagen aus der Problemlage heraus die Dinge auch anders diskutiert werden. Fakt ist aber, dass es nach wie vor Unrecht gibt, das von Russland begangen worden ist, territoriale Grenzverletzungen in der Ukraine und entsprechende Verhaltensweisen in Syrien, auch eine zumindest hochgradig anzusehende Rolle, was die Vorgänge in Großbritannien anbelangt. Und die Frage, die eben auch diejenigen, die die Sanktionen lockern wollen, beantworten müssen, ist die Frage, was ist die Alternative zu gelockerten Sanktionen? Wenn die Alternative kein sozusagen Vorgehen an anderer Stelle mit anderen Mitteln ist, wäre die Alternative dazu nur zu sagen, wir lassen das alles unkommentiert und lassen es sozusagen auch in diese Richtung weiter geschehen. Ich glaube, dass das das falsche Signal auch an Russland wäre. Und deswegen steht die CDU auch nach wie vor zu diesen Sanktionen, sehr wohl wissend, dass das, wie gesagt, auch regional gesehen durch unterschiedliche Betroffenheiten durchaus auch in der Partei diskutiert wird. Kollegin in der dritten Reihe. Katharina Seiler, NDR. Nochmal eine Frage zur Kabinettsklausur. Welche CDU-Projekte sollten denn aus Ihrer Sicht zuerst umgesetzt werden? Also ich glaube, dass wir vor allen Dingen umsetzen müssen, was das gesamte Thema
sozusagen abbildet, was brauchen wir, um den Wohlstand in unserem Land für die nächsten Jahre auch zu sichern und weiterzuentwickeln. Wir haben ja alle Ministerien, die federführend mit dem Thema Digitalisierung zu tun haben, in Unionsverantwortung. Wir haben viele Ressorts in der Verantwortung, die sich insbesondere um das Thema Infrastruktur kümmern. Und deswegen Punkte, die ich eben angesprochen habe, wie kommen wir jetzt in die Aktion, in die Beschleunigung etwa beim Thema Infrastrukturausbau, also das heißt Digitalisierung, aber auch was die anderen Bauprojekte, Verkehrsprojekte anbelangt, eben die Frage der Handelsbeziehungen, was das Wirtschaftsressort anbelangt, ist eine große Frage, bis hin zu dem gesamten Thema auch der Sicherheit, was der Innenminister ja jetzt auch mit verschiedenen Vorschlägen unterlegt hat. Ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte auch in der Agenda, was die Bürgerinnen und Bürger umtreibt. Und deswegen hoffe ich sehr, dass von Meseberg eben auch gerade in diesen Bereichen klare Signale ausgehen. Also um es konkret zu machen, dass zum Beispiel Förderrichtlinien so verändert werden, dass der Mittelstau, den wir haben, etwa bei Fördermitteln für digitale Infrastruktur, gerade auch im ländlichen Gebiet, dass das jetzt schneller abfließen kann, dass wir jetzt schnell zu Vereinbarungen kommen, was sichere Herkunftsstaaten anbelangt, die Ankerzentren, dass wir dort vorankommen, dass wir einen Weg finden, auch mit Blick auf das Thema USA. Die Kanzlerin wird ja auch noch mal selbst in die Vereinigten Staaten reisen, um dort diese Frage der Handelsbeziehungen bzw. der Hemmnisse auch im Gleichklang mit der EU klären zu können. Und für mich persönlich eben auch nochmal wichtig, dass wir sozusagen diese Kommission Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen wirklich jetzt auch zügig angehen. Denn wenn man in Deutschland unterwegs ist, gerade in den ländlichen Regionen, dann spürt man, das ist das Thema, das die Leute wirklich umtreibt und wo sie auch darauf warten, dass die Politik das sozusagen auch aufnimmt und dazu Antworten gibt. Und ich sehe da insbesondere die CDU auch gefordert, in diesem Punkt Tempo zu machen. Letzte Frage an Herrn Lange. Ich hätte gerne gewusst, ob Sie über die Wahl in Ungarn gesprochen haben. Und vor allen Dingen würde mich eine Einschätzung interessieren. Das gute Abschneiden von Viktor Orban, hat das Auswirkungen auf das Kräfteverhältnis in der EVP? Müssen Sie da jetzt mehr gegensteuern? Wird es da einen Rechtsruck geben? Danke. Also das Thema war heute explizit kein Thema. Wir haben die Wahlergebnisse in Ungarn auch zur Kenntnis genommen und damit ist Viktor Orban natürlich mit seiner Partei auch der klare Wahlsieger. Dazu gratulieren wir ihm auch, wie sich das für eine demokratische Wahl auch gehört. Es ist dieses Wahlergebnis sicherlich Ausdruck sowohl der Rückkopplung der Fidesz-Partei selbst in die Bevölkerung. Es ist sicherlich auch Ausdruck der Schwäche der oppositionellen Kräfte in Ungarn, die es eben auch nicht geschafft haben, bei dieser Wahl ihre Kräfte so zu bündeln, dass zum Beispiel auch die engen Wahlkreise anders entschieden hätten werden können. Also insofern muss man da sicherlich auch nochmal genau sich anschauen, wie die innenpolitischen Verhältnisse in Ungarn waren. Für uns als CDU, und das ist auch die Position, die wir innerhalb der EVP vertreten, ist eben ganz klar, und das bleibt es auch, dass die Europäische Union mehr ist als eine reine Währungsunion und eine reine Wirtschaftsunion, sondern sie ist eine Werteunion. Darüber gibt es erkennbar auch immer wieder Diskussionen mit der Partei von Viktor Orban innerhalb der EVP. Und diese Debatten werden wir auch fortsetzen. Wir werden da unsere Position noch mal zum Ausdruck bringen. Ich glaube, dass die EVP insgesamt da auch der richtige Ort ist, um darüber zu streiten. Und insofern bleibt das sicherlich eine der Fragen, um die weiter gerungen wird, die für die CDU aber eben auch eine ganz grundsätzliche Frage ist, auch des eigenen Kompasses und der eigenen Positionierung. Vielen Dank für Ihr Kommen. Sonnigen Tag noch. Vielen Dank und eine schöne Arbeitswoche.